Leute, ihr macht mich einfach fertig und ich glaube, ihr heilt meine noch nicht entdeckte Dyskalkulie, denn ich kriege jede Woche neue Matheaufgaben. Forgottable fragt nämlich, wie viele Corsair Dominator RAM-Riegel brauche ich, um damit eine Landebahn zu beleuchten. Nvidia meinte letztes Mal zu mir, die Golden Gate Bridge aus RTX 4090 Karten sei zu teuer. Deshalb versuche ich bei dem Projekt ein bisschen Kosten zu sparen und wir statten nur die kürzeste Landebahn der Welt aus. Juanjo Errauskin Airport auf der Karibikinsel Saba ist nur 400 Meter lang. Ein Corsair Dominator Stick hat eine Länge von ca. 12,5 cm. Teilen wir also die 400 Meter durch die Länge des Corsair Dominators, brauchen wir gerade mal 3200 Sticks. Allerdings für eine Seite. Und das würde auch nur 490.528 Euro kosten, wenn man DDR4 nimmt. Und jetzt ist meine Frage, Corsair, würdet ihr das sponsern? Wenn ihr dieses Projekt genauso phänomenal findet wie ich, dann gebt jetzt schon mal einen Daumen in nördlicher Richtung. Herzlich willkommen zu Mathe lernen mit Kreativecke oder besser gesagt der 212. Folge Kreative Fragen. Und wir reden heute mal über einen Kunden, der sich einen fast 3000 Euro teuren PC bestellt hat und wohl keinen Gebrauch von seinem Widerrufsrecht machen konnte. Bevor wir anfangen, habe ich noch eine Kleinigkeit für euch zu gewinnen, denn das heutige Video hat MSI unterstützt mit zwei MSI Gaming Mäusen. Und zwar der MSI Clutch GM31 und Clutch GM31 Wireless. Beides sehr leichte Gaming Mäuse, bei der kabelgebundenen Variante sind es gerade mal 58 Gramm und bei der kabellosen Variante 73 Gramm. Die Teile haben eine wirklich angenehme ergonomische Shape, ein gutes Coating, beide kommen mit einem optischen Pixart-Sensor, Omron-Switches und die kabellose Variante liefert echt eine praktische Ladestation. Wobei der Akku aber bis zu sehr soliden 110 Stunden hält. Und genau diese kabellose Variante könnt ihr hier gewinnen. Alles, was ihr tun müsst, ist mir einfach eine Frage mit dem Hashtag kreative Fragen für nächste Woche zu stellen unter diesem Video hier. Und am Freitag, dem 17.02.2023, werde ich dann per Zufall einen Gewinner ermitteln und ihn dann über seinen Kommentar hin anschreiben. Ihr habt also nach der Veröffentlichung des Videos hier genau eine Woche Zeit. Teilnahmebedingungen und mehr Infos zu den beiden Mäusen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Mirage is my life fragt, ist ein PC wirklich ein Unikat, nur weil ich im Konfigurator den CPU-Kühler zum Beispiel gewechselt habe, bin durch das Thema bei Bens Hardware über Krotos Computer ein bisschen verwirrt. Die Woche gab es tatsächlich einen riesen Aufreger, über den wir auf jeden Fall mal reden sollten und jetzt möchte ich tatsächlich mal ein Statement von Herrn Solmecke haben. Lieber Herr Solmecke, wenn Sie dieses Video hier sehen, Ihre juristische Einschätzung wird tatsächlich gebraucht von der Hardware-Community, denn ich glaube, das ist eine Frage, die stellen sich hier sehr viele. Aber worum geht's? Also mein Kollege Bens Hardware hat dazu tatsächlich auch ein kleines TikTok-Video hochgeladen diese Woche. Das ist auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt, aber lasst uns das Ganze jetzt mal aufarbeiten. Also unseren guten PC-Check, den kennen hier wahrscheinlich einige Leute, weil, naja, ich habe ja mal ein kleines Intermezzo gehabt mit dem guten Herrn. Mittlerweile verstehen wir uns aber sehr gut. Und PC-Check bewertet ja mehrmals die Woche fertige Gaming-PCs, weil, naja, ihr wisst genauso gut wie ich, es gibt da draußen bessere und schlechtere Anbieter. Einer der besseren Anbieter, nämlich Krotos Computer, war nun längere Zeit aktiv auf dem PC-Check Discord-Server. Ich kann es euch jetzt nicht genau sagen, aber ich schätze einfach mal, es ist der Typ, dem Krotos Computer gehört. Auf dem Discord hat er immer wieder Leute beraten und Vorschläge mit den fertigen Gaming-PCs auf seiner Seite gemacht. Klar, der Benefit für ihn ist hier natürlich, dass er eine Plattform für kostenlose Werbung bekommen hat. Ist auch in Ordnung, ich meine, das kann man keinem so richtig übel nehmen. Nun hat ein potenzieller Kunde auf dem Discord aber wohl gefragt nach einer sehr speziellen Konfiguration und nach den Anforderungen hat dann Krotos, also nennen wir ihn einfach mal so, eine speziell auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Konfiguration vorgeschlagen und ihm dafür auch ein Angebot gemacht. Und das weiß ich daher, dass ich Zugriff bekommen habe auf das Ticketsystem in dem Discord vom PC-Check. Vielen Dank nochmal dafür. Das hilft einfach, diesen großen Zusammenhang nochmal ein bisschen besser nachzuvollziehen. Der Kunde hat dann ein Angebot bekommen für den Gaming-PC für um die 3000 Euro, also auch eine ganze Stange Geld. Der Kunde hat den PC dann auch bei Krotos bestellt und bezahlt und ist dann im Nachhinein zu unserem guten Kollegen PC-Check gegangen und hat ihn dann gefragt, was er von der Konfiguration hält. Naja, und der war nicht gerade begeistert, wie er mir mitgeteilt hat und das aufgrund von zwei Punkten. Ich blende die Konfiguration hier nochmal ein. Erstens wurde der PC in einem Shakun TG7M verbaut. Ist halt also ein eher günstiges Gehäuse in einem 3000 Euro PC, würde ich jetzt auch nicht so machen. Und zweitens wurde hier wohl auch ein 13700KF, also eine CPU, die man übertakten kann, reinkonfiguriert auf einem B760 Mainboard. Also eigentlich ein Mainboard, das für CPUs gedacht ist, die man nicht übertakten kann, finde ich auch wenig sinnvoll. Hätte ich wahrscheinlich auch anders gemacht. Daraufhin
daraufhin wollte der Kunde dann den Auftrag stornieren und hat dann wohl, so wie es aussieht, von Krotos gesagt bekommen, dass es auf Spezialanfertigungen kein Widerrufsrecht gibt. Und das ist das, was jetzt die ganze Zeit auf dem Discord von PC-Check bediskutiert wird. Und da ist jetzt die Frage, sind auf den Kunden zugeschnittene Konfigurationen vom Widerrufsrecht ausgeschlossen? Der Fall wird sogar noch etwas komplizierter, wenn man bedenkt, dass der Kunde aus Österreich kommt. Dazu bin ich erstmal in die AGBs von Krotos Computer gegangen und habe mir den Absatz zum Widerrufsrecht angesehen, der sagt, das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist und die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind. Und jetzt kommt das Witzige, ich habe mir auch Absätze zum Widerrufsrecht bei Alternate oder bei MIFCOM angesehen und irgendwie sehen diese Sachen bei jedem gleich aus. Kann das sein, dass hier stark kopiert wird? Die Frage, die aber hier im Raum steht, ist das hier so hoch individuell? Fest steht auf jeden Fall, der Kunde wurde von Krotos beraten und hat einen Vorschlag bekommen, der auf ihn zugeschnitten war, zumindest aus Krotos Sicht. Sollte dieser Absatz zum Widerrufsrecht auch mit dem deutschen Recht vereinbar sein, dann könnte man das so interpretieren. Jetzt kommt aber ein großes Aber. Schaut man sich jetzt mal die Konfiguration an sich an, dann sind das eigentlich Teile, bei denen man davon ausgehen kann, dass die ein PC-Shop grundsätzlich irgendwie auf Lager hat. Das Gehäuse, das Netzteil, die SSD, den RAM, den Prozessor und so weiter, das findet man auch in anderen Konfigurationen auf Krotos Computer. Also frage ich mich ganz ehrlich, wo ist denn jetzt diese große Schwelle der Individualisierung, sodass man kein Widerrufsrecht mehr hat? Bei einer Custom-Wasserkühlung, wo Rohre gebiegt werden müssen oder bei irgendwelchen Gravuren in der PC-Scheibe oder irgendwie sowas. Da würde auch ich davon sprechen, dass das Produkt individuell für den Kunden fertiggestellt wurde. Aber das sind meiner Meinung nach alles Parts, die man durchaus auch in anderen PC-Konfigurationen verwenden kann und von daher frage ich mich ganz ehrlich, warum hat man da nicht einfach dem Kunden sein Widerrufsrecht eingeräumt? Das eine ist für mich die Frage des kundenfreundlichen Umgangs, denn so sieht das meiner Meinung nach einfach nicht aus. Finde ich absolut nicht gut. Das andere ist aber die rechtliche Frage und was da jetzt genau gilt, das kann ich in dem Fall tatsächlich nicht einschätzen und deshalb bitte, bitte Herr Solmecke, bitte! Sagen Sie was dazu. Aber auch ihr seid gefragt, sollten wir hier selbsternannte oder auch richtige Juristen haben? Schreibt gerne mal eure Einschätzung unten in die Kommentare. Markus Hollig fragt, Tim & Tech hat einen Rechner vorgestellt, welchen er selber mit Systemtreff konfiguriert hat, aber sagt selbst, dass man ihn runtertakten soll wegen der Abwärme des Prozessors. Wäre es nicht klug gewesen, gleich den 240er Radiator zu verbauen oder gleich auf einen großen Luftkühler zu gehen? Also vielleicht kurz, um das richtig zu stellen, er sagt in dem Video tatsächlich nicht, dass man die CPU runtertakten soll, sondern dass man die Leistungsaufnahme der CPU begrenzen soll. Und das leider tatsächlich auch mit gutem Grund, denn der Rechner, den er vorgestellt hat, der hat leider nur eine 120 mm AIO. Das ist für einen 13.600 KF meines Erachtens nach viel zu wenig. Ohne ein bisschen Tweaking kommt man da ganz schnell auf die 95 Grad. Das zeigt er auch ganz offen und ehrlich selbst, sagt aber, ja, man kann aber die Leistungsaufnahme der CPU limitieren. Und das ist richtig, würde ich auch grundsätzlich empfehlen. Nicht nur, weil die CPU dann kühler läuft, sondern weil man sich auch ein Strom spart. Man kann ja die Powerlimits selbst im BIOS einstellen. Das Maximum ist 4095 Watt. Und da habe ich für euch einfach mal den Versuch gemacht. Mein 13700K zieht sich dabei im Cinebench 259 Watt und wird 98 Grad warm mit einer 360 mm AIO. Begrenzen wir das jetzt auf 125 Watt, dann wird die CPU nur noch 67 Grad warm, also ist erheblich kühler. Aber erzielt, wie ihr hier seht, auch wesentlich weniger Punkte. Das ist aber natürlich eine Extremsituation. Wenn ihr jetzt ein Game anmacht, wie zum Beispiel Cyberpunk, dann zieht sich die CPU trotz dem Powerlimit von 4095 Watt auch nur zwischen 117 und 140 Watt und erreicht damit ein Average von 167 FPS. Bei einer Begrenzung von 125 Watt sind es maximal eben 125 Watt, was sich die CPU beim Gaming auch genehmigen darf. Hier haben wir aber nicht erwähnenswert weniger FPS, aber das ist klar, je nach Szenario zieht sich eine CPU mal mehr und mal weniger. Dennoch bin ich deiner Meinung, in so einem fertigen PC sollte die Kühlung auf die CPU angepasst sein und das ist meiner Meinung nach mit einer 120 mm AIO definitiv nicht getan. Denn ich finde es irgendwie unzumutbar, einem Fertig-PC-Kunden zu sagen, ja, du kannst ja die Powerlimits einstellen im BIOS, auch wenn du keine Ahnung hast, wie das geht. Daniel Schmidt fragt, hallo lieber Namensvetter, lohnt es sich noch auf den Ryzen 7 5800X 3D zu setzen bei einem Neukauf? Ich habe die Woche ja ein Video zum Thema Intel versus AMD CPUs gemacht, was lohnt sich beim Upgraden mehr und so weiter und so fort und habe da eine Sache völlig ausgelassen und zwar die alten
alten Ryzen CPUs. Der Ryzen 7 5800X3D ist nach wie vor eine extrem starke Gaming-CPU, die da oben mitspielen kann, ohne Frage. Und wenn es dir um die maximale Gaming-Leistung geht, Rendern und so für dich keine Rolle spielt und du sagst, ich will auf der gleichen Plattform jetzt auch nicht mehr unbedingt upgraden, sondern wenn es denn mal soweit ist, werde ich neu kaufen, dann kriegst du mit dieser CPU auf jeden Fall ein sehr starkes Preis-Leistungs-Verhältnis, was die Gaming-Leistung angeht. Tim Art Magic fragt, welche Headsets sind besser, die mit oder ohne Kabel? Das ist wieder etwas, da könnte man jetzt stundenlang drüber diskutieren. Also ich sag mal grundsätzlich, wenn es dir rein um die Klangqualität geht, dann würde ich sagen, mit Kabel auf jeden Fall. Denn kabellose Headsets sind leider eben limitiert auf die kabellose Verbindung. Das ist ein riesengroßes Problem. Das werden wir am Montag in dem Video auch nochmal genauer beleuchten. Aber kabellose Headsets haben eben den Vorteil, wie soll ich sagen, dass sie kabellos sind. Ich kann das Headset aufsetzen und in der Wohnung rumlaufen. Ich habe auf Twitter mal eine Abstimmung darüber gemacht. Nehmt gerne mal teil, dann sehen wir ja, was ihr da präferiert. Link ist in der Videobeschreibung. Und mit S schreibt, ich wünschte, es gibt eine Seite, auf der man PCs kaufen kann und auf der es jeden Freitag schöne Angebote gibt. Mein Sohn, wie soll ich es sagen? Ich habe deinen Wunsch zur Realität gemacht. Mit meinen Freitagsangeboten auf Tubaro. Denn wenn ihr jetzt auf der Suche nach einem fertigen Gaming-PC seid, weil ihr keine Lust habt, selbst zu bauen, aus welchem irrationalen Grund auch immer, dann findet ihr dort jeden Freitag wunderbare Angebote zu wirklich sehr, sehr guten Preisen im Vergleich zur Selbstzusammenstellung. Die PCs sind im Konfigurator einzeln nachkonfigurierbar und mit einem Kauf unterstützt ihr auch noch meine Projekte, wie unter anderem die Flugbahnausleuchtung mit Corsair Dominator RAM Sticks. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Das soll es für diesen Freitag auch wieder gewesen sein, aber ihr wisst, was zu tun ist. Ich brauche nämlich Fragen für die nächste Woche, kreative Fragen. Schreibt die also gerne unten in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen in nördlicher Richtung. Schaut auch gerne mal bei meinen letzten Videos vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin raus. Ciao.